Heute tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir ganz einfache Burlesque-Bewegungen zum Zuhause mitmachen, mit denen du dich einfach wohl und glücklich fühlst. Wenn dir das gefällt, dann abonniere gerne einfach meinen Kanal. Und heute zeige ich dir 5 schöne Übungen mit der Federboa und am Ende setzen wir die zusammen zu einer kleinen Tanzchoreografie. Wenn du keine Federboa hast, dann nimm gerne ein Tuch oder einen langen Schal, das geht auch. Genau, und los geht's mit Übung Nummer 1. Wir streicheln unsere Federboa, indem wir einfach ganz genüsslich mit unseren Händen über diese zarten, schönen Federn streicheln. Genau. Und genieß das ruhig für dich hier wirklich über diese weichen, fluffigen, hübschen Federn zu streicheln. Was du auch machen kannst, ist das hier so ein bisschen wuscheln mit der Federboa. Ist jetzt nicht streicheln, aber es ist schön und sieht lustig aus und macht Spaß. Jetzt öffnen wir die Federboa und zwar zur linken Seite und einmal zur rechten Seite und wieder zu. Das Ganze sieht auch schön aus von der Rückseite und zwar jetzt wieder einmal zur linken Seite und zur rechten Seite. Und jetzt beide Seiten. Als nächstes ziehen wir unsere Federboa von Seite zu Seite. Und zwar einmal von links nach rechts, links und rechts. Und mach das so in deinem Tempo. Mach diese Bewegung richtig schön groß und lass dich so wirklich genüsslich in diese Übung hineinfallen. Genieß das richtig schön, diese weichen Bewegungen mit der Federboa, mit deinem Körper. Denk jetzt mal nicht daran, was du noch alles zu tun und zu erledigen hast, sondern nimm jetzt einfach mal so diesen Moment Zeit für dich. Und wenn du auch gerne einmal live mit mir tanzen möchtest, dann schau gerne mal unten in die Beschreibung des Videos, ob gerade irgendwo ein Kurs mit mir stattfindet. Ich gebe nämlich auch Live-Burlesque-Unterricht, vorrangig in Berlin. Und wenn du mit mir tanzen möchtest, dann melde dich gerne dazu an. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Mit unserer Federboa können wir uns natürlich auch drehen. Und zwar erst zur einen Seite, Bewegung und zur anderen Seite und wieder eine schöne Bewegung. Ja, zur Seite und Pose, zur Seite und Pose, zur Seite, Bewegung. Mach das ruhig ganz für dich. In Ruhe und genüsslich. Probier das ein bisschen aus, was du schön findest und was dir Spaß macht. Und ganz zum Schluss beenden wir das Ganze mit einer schönen Pose. Kannst es hier gerne einmal für dich ausprobieren, was dir gefällt. Nimm hier ruhig etwas, wo du sagst, ja, damit fühle ich mich wohl, experimentiere hier ein bisschen rum. Genau, und das sind auch schon unsere 5 Bewegungen mit der Federboa. Und jetzt setzen wir die zusammen zu einer kleinen Tanzchoreografie. Los geht's! Thank you.
das war mein heutiges Video zum Thema Federboa-Tanz. Wie gesagt, wenn du gerne noch mehr mit mir tanzen möchtest, komm gerne in meinen Kurs. Ansonsten freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Tschüss!